Ich grüße ganz herzlich Dr. Dina Benneken bei uns. Sie ist Lerntherapeutin. Einige von euch kennen sie schon. Wir haben ein Video bereits gemacht zum Thema Rechenspiele. Heute ging es um Lesespiele. Wenn euch die Rechenspiele interessieren, sie sind unten verlinkt in der Box. Hallo Dina. Du wolltest Hallo uns ein Fabian. Paar spannende Spiele vorstellen, mit denen Kinder lesen lernen können. Ja, genau. Ich würde einfach bei der Wortebene anfangen. Da sind wir schon relativ schnell dabei. Sobald die Kinder anfangen können, Buchstaben zusammenzuziehen, wird spannend, wo kann ich überall lesen? Und dann ist es eben hilfreich, wenn man ja Dinge hat, die man lesen kann. Dann schalte ich mal um, Bildschirm freigeben, dass ihr meinen Schreibtisch seht. So. Was immer gut kommt bei Kindern ist Thema rund um Haufen. Wer den Maulwurf kennt, weiß, wovon ich spreche. Wem gehört der Haufen? Ist ein Memory-Spiel. Es gibt auch ein Elternbegleitheft. Das ist ziemlich klein geschrieben, aber man kriegt ziemlich viel Infos über die besagten Haufen. Ist also auch naturwissenschaftliche Bildung mit dabei. Und die älteren Kinder können ja dann hier drin sich fortbilden, um dann auf dem Pausenhof entsprechend auftreten zu können. Genau. Und worum geht es? Also es geht genau um das Thema. Und im Prinzip ist es ein Memory-Spiel. Und man muss halt immer das Tier zum passenden Haufen aufdecken. Also man spielt es ganz klassisch als Memory-Spiel. Und das Ziel ist halt, die zusammenhängenden Plättchen zu finden. Also in diesem Fall den Bären und den Bärenhaufen. Und ich mag es sehr gerne, weil also wir haben hier alle Großbuchstaben. Das heißt, es können schon Kinder spielen, die eben erstmal nur Großbuchstaben können. Die Großbuchstaben kennen viele Kinder bereits aus dem Kindergarten. Und wenn es jetzt soweit ist, dass man anfängt, die Buchstaben zu Silben zusammenzuziehen, also die Synthese hat, dann also wir sind hier auf der Ebene, wo die Kinder die Buchstaben zu Silben zusammenziehen können, beziehungsweise die Buchstaben überhaupt erstmal zu aneinanderreihen. Und das kann man mit diesem Spiel sehr, sehr gut. Also hier kann ich mich auf die Ameise stürzen, ohne mich zu überfordern. Habe hier auch das Bild von der Ameise. Und was eben sehr spannend ist, ist, dass die Haufen eben auch unterschiedliche Namen haben. Das heißt, ich habe durchaus einen hohen Aufforderungscharakter, das auch wirklich zu lesen. Ja, die kann ich nicht einfach erkennen. Oder die Tiere muss ich ja nicht lesen, aber die Kackhaufen, ja, da muss die ich Haufen, was lesen. Und die Haufen sind auch alle anders. Also anders benannt. Es gibt da ganz tolle, das gehört zur Katze, ne? Zur Zibetkatze. Hunde und viele sind auch bekannt, ja, das ist auch klar. Aber eben zum Beispiel den Wombat, finde ich extrem spannend. Da habe ich auch noch was dazu gelernt. Dass der in Würfeln kackt. Ja, Wahnsinn. Und der kackt auch wohl wirklich Würfel. Ich habe es recherchiert. Also, genau. Wunderbares Spiel für Erstleser. Möchte ich noch kurz zeigen. Wir haben hier ein gutes Beispiel über sehr kleinen Text. Ja? Vielleicht finden wir den Wombat, dass wir uns hier gleich fortbilden können. Es interessiert immer die meisten Eltern, das mit dem Wombat. Ja, hier ist der Wombat. So, und jetzt sagen wir, okay, das ist relativ klein. Und für viele Kinder ist es total spannend, so ein Leselineal. Das hat viele von der älteren Generation haben das vielleicht schon zu Hause. Wenn nicht, lohnt sich die Anschaffung. Das verdoppelt die Schrift. Und es wird jetzt, ihr habt jetzt ein bisschen eine Blendung drauf, ne? Aber normalerweise blendet es nicht, wenn man so direkt davor sitzt. Dass man schaut ja hier durch. Und dann wird es sozusagen Zeile für Zeile größer. Bringt das, dass die Kinder sich eben fokussieren auf die Zeile und wirklich konzentrieren auf das, was sie da lesen sollen und allein das Ding zum Lesen benutzen zu dürfen, ist schon ein Privileg und dann macht das gleich nochmal viel mehr Spaß. Sehr gut, also dass die Kinder ja die größere Schrift leichter lesen können oder und dann wirklich nicht in der Zeile verrutschen. Genau, und dass man sich eben auch nochmal direkt auf die Zeile konzentriert. Gut, dann darf bei Lesespielen ein Klassiker nicht fehlen. Das ist die Leseratte. Ich suche gerade den Deckel. Die Leseratte, ein klassisches Spiel aus dem Ravensburger Verlag.
Und zwar kombiniert das Spiel Lesen mit einem Schiebepuzzle. Und die Kinder hier finden das alle wahnsinnig toll. Es ist kooperativ. Das heißt, wir spielen gemeinsam gegen die Ratte. Ratte ist hier und die Ratte fängt hier unten an. Und wenn die Ratte zuerst am Bücherregal ist, hat die Ratte gewonnen. Und wenn nicht, nicht. Also, dann haben wir gewonnen. Und ein klassisches Schiebepuzzle. Man muss hier immer den Text lesen. Der Junge fährt mit seinem neuen Roller. Nee, der Junge fährt mit seinem neuen Roller. Und das kann ich jetzt schon hier super differenzieren. Ich kann für Leseanfänger, also erste Klasse, mein Kind kann noch nicht so gut lesen, dann liest dieses Kind nur die dicken Wörter, also nur in dem Fall die Nomen, nämlich Junge und Roller. Den Rest lese ich. Und je älter das Kind wird, desto mehr kann es lesen. Desto mehr kurze Wörter liest es vielleicht mit und irgendwann liest es den ganzen Satz. Und es ist dann noch weiter differenziert. Wenn wir es umdrehen, sind wir bei den großen Kindern. Die können dann eben noch mehr lesen. Und was muss ich jetzt tun? Ich lese also, Junge fährt mit seinem neuen Roller. Das heißt, ich muss auch gleich den Satz verstehen. Der Junge muss zum Roller. Und jetzt muss ich Schiebepuzzeln. Wo ist der Junge? Hier ist der Junge, da ist der Roller. Ah, Glück gehabt. Und jetzt spiele ich hier halt Schiebepuzzle. Aber wenn die Ratte auftaucht, ist blöd. Oh. Also ich muss mir merken, wo die Ratte ist. Hier sind auch ein paar Ratten versteckt, zeige ich euch gleich. Und wenn die Ratte hier sozusagen nur so halb auftaucht, dann muss ich würfeln. Zufallselement, hier bleibt sie im Loch. Da kommt sie raus und geht dann halt einen Schritt weiter. Und hier passiert, dass ich das Spielfeld drehen muss. Das ist dann für das Merken ganz interessant, wo die Ratte eigentlich war. Jetzt sollte ich mir natürlich merken, dass die Ratte da ist und den Roller und den Jungen irgendwie zusammenkriegen. Okay. Ja, und die Ratte gibt es dann, suchen wir sie mal kurz. Also die gibt's, ah, hier ist sie, genau. Also taucht immer wieder mal auf und wenn die Ratte eben auftaucht, muss man einen höher gehen. Das heißt, man hat Lesen kombiniert mit einer ganz anderen Tätigkeit und Merken auf einen Haufen. Und die Kinder spielen im Prinzip Schiebepuzzle. Und dann lesen sie wieder. Schön, ja. Keine Fragen. Vom Lesen her jetzt doch schon ein bisschen anspruchsvoller als das erste, ja. Genau, also es ist anspruchsvoller, man kann es aber gut differenzieren. Also dann kann das super im Prinzip mit Kindern in der ganzen Grundschulbandbreite spielen. Und wenn ich jetzt ein Kind am Tisch sitzen habe, was in der Vorschule ist und erstmal nur Buchstaben lernt, das kann ja die Anfangsbuchstaben lesen. Auch Ja. das haben wir schon gemacht. Ja, das liest dann halt die Anfangsbuchstaben, J und R. Und dann sage ich ihm, okay, und jetzt muss der Junge zum Roller und dann macht es sein Schiebepuzzle. Dann, jetzt können wir schon Sätze lesen und brauchen auch die Silben nicht mehr oder wollen langsam von den Silben wegkommen. Lachen, lachen. Sehr simples Spiel, aber unfassbar viel Spaß und die meisten Kinder wollen nicht aufhören. Ist auch sehr leicht erklärt, wir ziehen einfach abwechselnd Karten. Ja? Und dann liest der Fabian, bist du ein Faulenzer? Und ich antworte ihm, ohne mit der Wimper zu zucken. Und dann tauschen wir die Rollen. Dann lese Glaubst du ich. an UFOs? Ohne Fleiß kein Preis. Es passt nicht immer so wunderbar zusammen, aber das stört die Kinder überhaupt nicht. Naschst du gerne Süßigkeiten? Wenn keiner Manchmal passt es auch zuschaut, sehr ja. gut. Das kann man natürlich jetzt auf viele Arten spielen. Ich kann das Ganze noch ein bisschen erschweren, indem einfach jeder fünf Karten auf die Hand kriegt. Und dann bei den Fragen ist relativ egal, aber bei den Antworten halt die beste Antwort aussucht. Ne? Also auch wirklich eine witzige Antwort aussucht, die dazu passt. Wenn ich jetzt sagen will, dann muss ich Sehr nämlich cool. alle fünf lesen und gucken, was passt dann und auch den Sinn irgendwie noch ein bisschen mehr erfassen als einfach nur ziehen und lesen.
Jo. Das Ganze gibt es dann auch noch für Ältere, also wer auf solche Spiele steht. Das kann man gut als Familienspiel spielen. Dann ist es Oha. Das ist dann, wenn man das mit kleineren Kindern, also mit Leseanfängern, das schreiben sie auch da drin, dann sollte man am Anfang mal durch die Fragen und Antworten gehen. Das ist dann je nach Familie nicht immer alles so geeignet. Also muss man mal durchgucken, was man so mit den Kindern machen möchte oder nicht. Sie empfehlen es ab 11, ab 8, glaube ich. Genau, ab 8 wird es empfohlen. Ich finde es für Achtjährige, ja, je nach Lesestand schon ein bisschen anspruchsvoll, weil hier ist es tatsächlich dann so, dass die Antworten, also das Weiße sind die Antworten und man hat 10 Antworten auf der Hand, eben nicht mehr einfach mit dem einfachen Satzbau sind und nicht mehr so einfach auf jede Frage passen. Da muss man dann schon gucken. Für 5 Fleißkärtchen bekommt man jetzt Einen Mathehausaufgaben, Gutschein fürs ja. Wäsche Das aufhängen. passt jetzt hier alles. Brokkoli-Auflauf mit Selleriesalat. Also, das ist alles jetzt, also man kann jetzt sozusagen einen aussuchen und wenn man es als Spiel machen möchte, im Sinne von gegeneinander spielen, dann wird halt die witzigste Antwort gewählt. Okay. Ist sozusagen, man guckt und dann entscheidet sozusagen die Gruppe, was war die witzigste Antwort. Und ich muss halt aus 10 Karten auswählen und was Witziges finden. Deswegen finde ich es für Achtjährige noch nicht so ganz geeignet, weil das mit dem Witz dann immer ein bisschen relativ ist. Also das Witzverständnis von Achtjährigen und je nachdem, mit wem man so am Tisch sitzt, 15-Jährigen unterscheidet sich unter Umständen und es gibt dann meistens, also als Familienspiel, zumindest bei uns, dann eher Zoff und eher Diskussionen um Witzigkeit. Aber wenn man das rausnimmt und einfach guckt, ne, was sind lustige Antworten, macht es auch schon ziemlich viel Spaß. Okay, zeig mal noch zwei, drei Fragen. Fragen, ja, was haben wir denn für Ja, Fragen? genau. So, wusstest du, was in der Muttermilch auch was steckt? Dann gibt es Aktionskarten. Da muss man die Antwortkarten so schnell wie möglich in die Mitte legen. Ich habe das mal in einem Seminar gezeigt für, hatte ich eine amerikanische Schule dabei. Und da hieß gleich, okay, Bier geht gar nicht. Deswegen, also vielleicht muss man ab und zu mal aussortieren. Was, weil Alkohol drin vorkommt, oder wie? Genau, da schwimmt in einem neuen Bier, vielleicht in den USA nicht Da so. darf in einem Kinderspiel kein Bier Nein, da vorkommen. kommt kein Alkohol drin vor, das ist Das schlecht. stimmt, wir hatten auch beim Buch, beim Jahrumbuch hat uns auch die eine angestrichen, dass da der Vater Schnaps trinkt und Ja, der, das, man muss dann ja, schon es aufpassen, was scheint man da so viele raustrinkt. Empfindlichkeiten zu geben mittlerweile. Genau. Also, es ist ein bisschen schon die ältere Generation, würde ich sagen, also die ältere Kindergeneration, ich würde sagen so, ja, dritte, vierte Klasse. Mit älteren Geschwistern vielleicht schon ein bisschen früher. Also, jetzt kommen wir auch schon mal zum Lesetextverständnis, also zum sinnentnehmenden Lesen. Was ich ja jetzt hier schon habe, in dem Moment, wo ich das Spiel sozusagen hochlevele und sage, ich möchte die witzigste Antwort haben, muss ich mich ja schon extrem auf den Inhalt konzentrieren oder mehr auf den Inhalt konzentrieren, als wenn ich einfach nur ziehe und vorlese. Beim Textverständnis sage ich immer, sucht euch Spiele aus, die den Kindern Spaß machen. Also nicht, ich suche ein Spiel für Textverständnis, sondern ich gucke, was macht dem Kind Spaß und womit kann ich gut Textverständnis üben? Mit Knobelspielen zum Beispiel, mit einfach nur Spiele, wo Anweisungen draufstehen, Anweisungen auszuführen sind. Oder auch mit ganz klassischen Spielen, die extrem gerade in der Grundschule nach Interesse gehen, ist das Quartett. Also Quartett ist eins meiner Lieblingsspiele für sowas, weil wenn das das Interesse von dem Kind trifft, Autos, dann wissen die Kinder plötzlich, ja, dann steht da drüber was über einen Motor, dann können die dir alles sagen. Dann ist es spannend, das zu lesen und sich damit mit seinen Kollegen auszutauschen. Und genau, da kann ich euch auch noch 3 Spiele zeigen, je nachdem aus welcher Gerne, ja. Kategorie. Ich fange mit dem Quartett an. Da habe ich ein Katzenquartett. Oh, das ist jetzt schräg, gell?
Siehst du den Bildschirm gut? Ja. Okay, dann war der nur bei mir schräg. Also, Katzen für Katzenliebhaber. Das ist vom Lawrence King Verlag. Ich liebe dieses Quartett, weil es wirklich extrem viele Details über die Katzen bringt. Es ist allerdings auch sehr klein. Nichtsdestotrotz, kann man wieder das Leselineal man kann hier das Leselineal rauszücken oder die Leselupe. Die hatte mein Kind immer in der Schule mit dabei, für die ganz wichtigen Sachen. Ja. Und dann kann man sich das hier nochmal richtig groß machen. Meine Erfahrung ist, dass wenn der richtige Text draufsteht, die Schriftgröße plötzlich egal wird. Und also wenn ich jetzt hier einen Katzenliebhaber habe, der hat Riesenspaß dran, rauszufinden, welche merkwürdigen Katzensorten es gibt und was die alle besondere Dinge machen. Und Quartetts gibt es ja in allen Varianten. Autos, Dinosaurier, wahrscheinlich auch für Feen, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber genau, das kann ich mich gut erinnern, das hatten wir auch immer in der Schule. Diese Quartetts, riesige Sammlungen zum Teil, ja. Lassen sich gut mitnehmen, passen in die Hosentasche. Mhm. Dann haben wir hier ein klassisches Knobelspiel. Cat Crimes läuft normalerweise immer unter Konzentration, Spiele für Hochbegabte, Mathematik, Knobeln, Sachen rausfinden, also rausfinden, was logisch, was passiert ist. Das funktioniert so, dass man hier Katzen hat. Ich stelle sie jetzt nicht auf, weil dann seht ihr nichts mehr. Also es gibt hier 6 Katzen. Mhm. 6 Stück, die hier wohnen. Und die machen natürlich fürchterliche Dinge. Was Katzen halt so tun. Fangen wir mit 1 an. Wer hat die Schuhe kaputt gemacht? Dann legen wir es mal hier rüber. Das ist übrigens ein Spiel, was man sehr gut online spielen kann. Machen wir erstmal die Schuhe hier kaputt. Mhm. Zum Online-Spielen sage ich gleich was dazu. Könnte den ein oder anderen Lerntherapeuten, der online arbeitet, interessieren. Also, und was muss ich jetzt machen? Ich muss den Text lesen und die Texte sind relativ kurz. Also kann man durchaus schon ab der 7., 8. Klasse für Kinder, die eben echt Spaß am Knobeln haben, benutzen. Jetzt habe ich Herrn Schröder, Tommy Tiger, die waren oben und haben geschlafen. Gut, dann kann ich also Herrn Tommy Tiger und Herrn Schröder schon mal aus der Liste nehmen. Die waren also nicht dabei. Dann geht's weiter. James saß vor der Katzenminze und einer Socke. Dann suche ich also den James und lege ihn mir hier vor die Katzenminze. Ja. Und die Socke. Betty sitzt gegenüber von James. Hier lerne ich also auch gleich so tolle Begriffe wie gegenüber, rechts, links, vorne, hinten. Setzen wir mal hier hin. Lilly saß neben dem Goldfischglas. Okay, die sitzt also hier oder da, ne? Also neben dem Glas, das wissen wir nicht genau. Mhm. Aber wir wissen, Diva sitzt links von Betty. Das heißt, die Diva sitzt links von ihr und die Lili dann auf der anderen Seite von dem Goldfischglas. Und jetzt kann ich gucken, habe ich recht, habe ich recht, habe ich recht, habe ich super gemacht. Und die Diva war es, weil die sitzt halt gegenüber von den Schuhen, also vor den Schuhen. Okay, und das war eine Anfängerkarte? Das ist die Anfängerkarte, genau, also ist schon anspruchsvoll. Mhm. Ich benutze dieses Spiel also vordergründig dafür, um eben mit den Kindern genau das zu lernen, systematisches, logisches Arbeiten. Und was man hier online, oh, darf ich den Ausflug machen? Mhm. Ja, ja. Ich würde es euch gerne zeigen, weil man das wirklich toll online spielen kann. Mit der Kommentarfunktion kann ich nämlich hier einfach Katzen zum Beispiel wegstreichen, die es nicht waren. Streiche ich dann einfach durch und dann lasse ich die Kinder sozusagen so systematisch hier auch die Sachen abhaken. Mhm. Und dann kann man wirklich da einfach so durchgehen und systematisches Arbeiten und Logik üben und spielen. Und eben auch lesen. Man kann es auch als Lesespiel nehmen. In dem Fall eben mit dem Fokus, Kind hat Spaß an solchen Spielen.
finde immer wichtig, Sieht dass denn ein eine Kind. schwierige, eine fortgeschrittene Karte aus? Das ist für die Profis. Also, das ist jetzt Ja. sozusagen, warte mal, 6. Ich glaube, die roten sind die. Genau. Mach mal die letzte Karte. Zeige ich dir mal. Ich mache meine Kommentare weg, dass man es hier wieder gescheit sehen kann. So. Schwierige Karte ist hier. Oh ja, mit Verneinungen, mit, ja, was offen gelassen wird. Oh ja, das ist dann wirklich schwierig. Das ist richtig schwierig, da muss ich gucken, eine Katze mit blauen Augen, ja, wie viele Katzen mit blauen Augen habe ich? Also da muss man schon ziemlich viel ausschließen. Aber eine blaue Augen gibt es hier nur eine. Also das ist schon ziemlich anspruchsvoll. Bis dahin habe ich es tatsächlich noch nie gespielt. Oh ja, da wird's auch für Erwachsene dann doch noch anspruchsvoll. Ist auch gut, das sind tolle Spiele, mit denen man auch zeigen kann, wie man Dinge durchhält. Also Durchhaltevermögen, auch längeres Knobeln, Aufgaben angehen, die man eigentlich erstmal für unlösbar hält. Denkt, so kann ich nicht. Dann mal so gucken, was kann ich denn davon eigentlich tatsächlich schon machen? Vielleicht geht ja noch das eine oder andere und dann bleibt nicht mehr so viel übrig. Und am Schluss rate ich vielleicht. Genau. Das muss ich euch jetzt in die Kamera halten als Familienspiel. Weil es nicht unten passt. Das heißt Beat Dead. Und es ist ziemlich lustig. Es gibt so ein paar Becher. Essstäbchen. Dann haben wir Würfel und Chips. Und eine Uhr, 30 Sekunden und und Tischtennisbälle. Das war es auch schon. Dann gibt es Aufgabenkarten. Hier muss man wieder lesen. Also hier kommen wir jetzt wieder an den. Ich halte es euch jetzt mal so in die Kamera. Also es ist Ja. zum Beispiel eine Meisterschaftsaufgabe. Es gibt Aufgaben, die man alleine spielen muss. Dann soll man, hier soll man zum Beispiel einen Becher, also Becher in einem bestimmten Abstand aufstellen. Und dann hat man so und so viele Versuche, um den Ball da reinzubringen. Klassisches Spiel für sinnentnehmendes Lesen, was soll ich eigentlich tun? Genau lesen, wie soll ich die Aufgabe ausführen, dass es lustig ist. Also nicht, dass es passt, dass ich es machen kann. Auch viele Aufgaben, über die man diskutieren kann, wie es jetzt gemeint ist. Ja, einfach als Lesemotivation wieder gut machbar. Eigentlich spiele ich ja was ganz anderes. Also wir spielen eigentlich ein Familienspiel, aber man muss halt lesen. Und das finde ich eben so wichtig beim spielenden Lernen, dass man guckt, was sind die Interessen des Kindes. Wenn ich Familienspiele hasse, ist es nichts für mich. Wenn ich aber gerne Memory spiele oder gerne Knobel, dann nehme ich was anderes. Vielleicht spiele ich auch gerne Deutschlandreise, weil ich gerne durch die Gegend fahre oder das überhaupt spannend finde. Dann gibt es bei Deutschlandreise ganz, ganz viel zu lesen. Es gibt sehr, sehr viele Spiele, wenn man mal mit offenen Augen in den Spieleladen geht, wo man liest. Ja. Und da ist dann wirklich das Geheimnis zu Hause zu gucken, was findet das Kind super. Thema spannend, also spannendes Thema, spannendes Spielprinzip, weil das Spielprinzip muss ich auch mögen. Also wenn ich Memory nicht mag, dann kann ich noch so tolle Memories kaufen, wird keinen hohen Aufforderungscharakter haben. Also das Spiel sollte sozusagen im Vordergrund stehen und wenn dann da eben auch gelesen wird, dann ist es super. Wichtig ist halt, dass man auch liest und dass es eben nicht dreimal lesen ist und dann ist gut, sondern man muss natürlich regelmäßig lesen, bevor man was anderes tut, das ist klar. Aber es gibt ganz, ganz tolle Spiele mit Wie gehst du Lesepotenzial. damit um, wenn die Kinder beim Spielen immer wollen, dass du es vorliest? Dann wechsle ich ab. Dann fangen wir langsam an. Erstmal was Kleines schaffen, also dieses Erfolgserlebnis, was kannst du denn lesen? Du liest das, was du lesen kannst, ich lese das, den Rest. Und dann gehen wir so schrittweise weiter. Wenn das Kind dann sicher ist in dem, was es liest, dann kann man sagen, probier mal ein schwierigeres Wort. Probier es mal und dann lese ich weiter. Das ist so immer der Weg, den ich gehe, dass ich sie erstmal das machen lasse, wo sie ganz, ganz sicher sind und dann so ganz langsam aus der Komfortzone wir uns rausbewegen gemeinsam.
Sehr schön. Also auch für die Eltern da nicht irgendwie groß Druck aufsetzen, jetzt musst du aber schon selber lesen, sondern. Es ist erstmal ein Spiel. Also das erste Mal sowieso, die ersten zwei, drei Male spielt man ein Spiel sowieso zum Einführen. Reiner Spaß. Nur Spaß. Und wenn man sagt, es macht richtig, richtig Spaß, dann kann man mit diesem Spaßspiel die Komfortzone erweitern oder ausweiten, wie auch immer man es nennen möchte. Und dann fühlen sich die Kinder sicher. Wenn zu viele Sachen auf einmal neu sind, neue Regeln, neues Spiel, klar, na, dann ist man unsicher. Und vor allem, wenn es heißt, wir spielen dieses Spiel, damit du gut lesen lernst, auch Aber blöd. kann jetzt natürlich eine Möglichkeit sein, dieser spielerische Zugang für Kinder, die vielleicht schon ein paar schlechte Erfahrungen gemacht haben mit dem Lesen müssen oder die das schon abgespeichert haben als etwas, was vielleicht beschämend ist oder wo sie sich unsicher fühlen und Widerstände haben, dass sie da noch mal neu anfangen können, ein bisschen über dieses Spielerische, diese Leichtigkeit dann reinkommen. Es hat halt überhaupt kein schulisches Format mehr. Wir sind halt Ja. komplett weg von dem Schulischen. Auch bei so einem Frage-Antwort-Spiel sind wir automatisch in einem, beide machen was und nicht jemand muss vorlesen. Also auch bei so einem Lesespiel gehe ich davon aus, dass jeder seinen Text liest und nicht einer alles lesen muss, sondern dass es einfach ganz selbstverständlich ist, das zu tun. Es gehört einfach zu dem momentanen Doing. Und damit nimmt es so die Schwere der Übung, sondern es ist halt was, was man jetzt einfach tut. Wunderbar. Also vielen Dank, Tina, für diese Spiele. Ich denke, da waren einige Ideen drunter, wo man auch ein bisschen schauen kann, was passt gerade so vom Komplexitätsgrad gut zu meinem Kind, zum Lesestand meines Kindes, was könnte es interessieren. Wir verlinken unten noch die deinen YouTube-Kanal, wo man noch ganz viele Spiele angucken kann. Du hast ja zu allen möglichen Spiele vorgestellt. Du hast auch sonst ganz viele interessante Videos und natürlich deine Webseite. Ja, vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Immer gerne.